wahrscheinlich hier rüber. Juhu! Und yippidu! Zack! Flink wie ein Reh. Okay, was hast du nochmal gesagt? Ja, also... Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Betest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Wie kommen wir da hoch? Jackson verlassen haben. Und dann auch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich. Nur so für mich. Warte mal. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. Da können wir bestimmt raus. Okay. Wo gehen wir denn jetzt hier lang? Das ist eine gute Frage. Symbol? Nee. Oder ich brauche das Ding hier. Ja, na also. Wir müssen mit Sicherheit hier hoch, weil sonst würde das da ja so nicht stehen, ne? Guck mal, ich, alter Uncharter hier. Hier entlang. Bin direkt hinter dir. Klar. Ich, alter Uncharter. Uncharter. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Schränkchen. Ja, aber hallo, was haben wir denn da? Was ist das? Das ist die Tora. Hm? Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Sowas wie der Pentateuch. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Ja. Schön. Irgendwie Munition wenigstens hier. Nein. Nein. Okay. Jetzt müssen wir uns bestimmt schwingen mit dem Seil hier. Na klar. Hm. Hey, was machst du da? Ich schwinge. Dass ich damit auf den anderen Balkon komme. Natürlich. Okay. Ellie, Vorsicht. Es ist okay. Es hält. Ja, wenn nicht, würde ich halt auf die Nase fallen, ne? So. Hui! Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Klar. Hier nochmal in die Ecke, ob ich was finde. Kann ich das öffnen? Ich kann es sogar öffnen. Oh, was ist das hier? Tabletten. Natürlich liegen in den Bürotabletten. Was haben wir da? Hm, was zu lesen. Schön. Also. Leutnant Torres. Vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen vielmehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in der alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie immer behüten. Rabbi Siva Saunders. Ja. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht.
Ja, am schwärzesten ist die Nacht vor der Dämmerung. Das haben sie schon bei Batman festgestellt. So, was haben wir hier? Ein Kalender. 774. Das ist wahrscheinlich ein Berg. In der Zukunft? Nein. Kein Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Ach so. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Ich mag es, Teil dieser Überlebensgeschichte zu sein. So, dann sind wir ja wieder draußen. Schönchen. Leiter? Ein Königreich für einen Leiter. Hui! Okay, streich die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Natürlich. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Okay. Was wollte ich denn hier? Ach ja. So. Okay, verbessere Gesundheit. Hä? Bewege dich im lautlosen schneller Halt gedrückt zur Bewegungsgeschwindigkeit. Ich will aber den hier haben. Ja gut. Warten wir mal ab. Aber ich könnte ja doch den lautlos. Ach komm. Warum nicht? Lautlos Bewegungsgeschwindigkeit. Bewege dich im Lautlos-Modus schneller, halte R eingedrückt, um da Gegner durch Wände zu spüren. Ja, ich lerne das mal, ne? Ach, die kann ich nur nacheinander einschalten. Okay, schnellere Medikits, alles klar. Zack. Und als nächstes kann ich die Gesundheit machen. Ah, die sind aufsteigend. Perfekt. So, ach Quatsch, wollte ich ja nicht. Ich wollte ja auf die Karte gucken. Karte bedeutet, glaube ich, gedrückt halten, ne? Yep. Also. Zoomen. So, wir sind hier. No gas. It's a gas, gas, gas. Aha. Und rechts, unten links. Links kein Benzin. Okay. Ja. It's a gas, gas, gas. Was hast du denn da gefunden? Das nennt sich Auto. Komm, steig auf. Zumindest ist es hier friedlich. So seltsam, in einer Kurzzeit keine Trucks zu hören. Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Da können wir nochmal gucken, ob wir irgendwas finden. Mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Wir hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Scheiße. Mal schauen, ob es hier noch irgendwie Vorräte gibt. Ich schalte das auf. Sehr gut. Alkohol. Was ist das denn? Oh, irgendwie Sprengstoff oder sowas. Okay, was haben wir da noch? Eine Werkbank. So. Den kann ich nicht verbessern, dafür habe ich zu wenig. Aber dafür könnte ich was haben, nämlich die Feuerrate. Ey, geile Animation, oder? Ich finde die cool. Feuerrate, 30 Stück. Tausche die Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. Das hört sich sehr gut an, weil die Waffe hat an sich einen coolen Bums drauf. Ey, das ist eine coole Animation. Vor allen Dingen ist es echt, also das macht man so. Aua. Aua. Sehr cool. So, was hat er noch? Na Junge, stehst hier so rum? Was haben wir denn hier? Eine Tasche. Lesen. Colin, ich habe schon wieder das Gerücht gehört. Was
ist das? Dass die mir immer dazwischen redet. Es gibt Vorräte in einer Bank. Sehen wir doch mal nach. Colin, ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Na komm schon, ich hab nicht genug Mumm, um da allein reinzugehen. Aaron. Gut, was haben wir da noch? Da draußen ist mein Gaul. Was ist das? Aha. So einen habe ich lange nicht gesehen. Was ist das? Egal, Karl, nicht schlimm, Jim. So. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Nope. Ich gehe hier nochmal gucken. Da ist noch eine Schublade. Lesen. Ein weiterer Tag im Paradies. Ziemlich gut. Ja, schöne Zeichnung. War da noch was? Ah ja. Ach, von hier aus hat er es gezeichnet. Sehr cool. So. Nischt. Das muss der Musikladen sein. Ach, wie schön. Mann. Stell dir vor, wie es hier früher gewesen ist. Schöne Schallplatten. Oh, da war was. Da war was. Ich habe nichts gesehen. Zack. Sie haben ein paar Platten hier. Ein The paar ist gut. The Sick Habit. So ähnlich. Okay. Wir haben sie uns ja auch nur etwa 100 Mal angehört. Ich habe mir das nur angehört, weil ich dich süß fand. Oh. Oh. Hey, mach auf. Oh, wie geil. Genau, da die ja so lange da schon liegt und die Saiten nicht ausgeleiert sind. Ist recht. Ach, darf ich jetzt wieder Gitarre spielen? Ach, ist das schön. Cool, man sah sogar, wie sich das gedreht hat beim Spannen. Benny, nicht schlecht, hi. Wirklich nicht schlecht. Also von der Grafik her, wow. Dafür, dass es auf einer PS4 läuft. Was war das? Musik. Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch, die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Ach, ich darf weiterspielen. Also wenn das Lied... Ja. wenn ich diese... Also ich, wenn ich für dieses
für diese YouTube-Folgen, wenn ich dafür später Geld kriegen würde, würden sie mich dafür demonetarisieren, glaube ich. Ich denke wohl. Ist doch Copyright drauf, oder? Und wer von meinen Zuschauern weiß, von wem das Lied ist, original? Benni, das macht Twitch und YouTube von ganz alleine. Ja, YouTube zensiert es nicht, die demonetarisieren das einfach nur und Twitch, wenn das dann liegt auf dem On-Demand, da wird es dann einfach gemutet, sowas. Ich auch. Okay. Die Gruppe hieß AHA. Ja. Nur so am Rande. Die haben echt damals in den 80ern ein richtig cooles Musikvideo damit gehabt. So. Ah, da hinten ist noch eine Vitrine, die kann ich noch einschlagen. Wenn ich da hinkomme. Ja, sehr gut. Na, wenigstens Klebeband. Ah, und Teile. So, dann können wir hier downstairs gehen. Ach so. Take on me. Take me on. Oh, hier riecht's nach Essen. Irgendwer kocht hier im Haushalt. Oh, eine Karte. Schön. So, das Wort. Jo, auch gleich eine. So, das Wort. Echter Name unbekannt. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit New Dogs. Diese große, laktonische Erscheinung wirkt durchaus bescheiden und unaufdringlich. Als er klein war, konnte er nicht laut und deutlich sprechen. Sein Gemurmel führte dazu, dass er ständig missverstanden und gemobbt wurde. Doch dann gewährten ihm uralte, kosmische Wesen das Wort, was sein Leben für immer veränderte. Wenn er die mystische Phrase ausspricht oder murmelt, werden alle in Hörweite wahnsinnig. Glücklicherweise ist er durch seine Größe leicht zu entdecken, was potenziellen Opfern genug Zeit zur Flucht gibt. Oder genug Zeit, um sich Ohrstöpsel einzusetzen. Neutraler Schurke. Ach, bestimmt gab es da eine Techno-Version von. Hört ihr das an? Oh, wow. Das war ein interessanter Sound. Also bitte, ich bin ein Naturtalent. Gib's zu. Ich liebe dich. Wie auch immer. Oh. Wir gründen eine Band. Natürlich. Wie wär's, wenn du mein Groupie wirst? Dein was? Oh, okay. Bands hatten diese Hardcore-Fans, die ihnen überall hingefolgt sind. Mache ich das denn nicht schon? Ich schätze schon. Nein, dieser Spruch ging anders. Wie heißen die Leute, die immer den Musikern nachreisen? Richtig, Schlagzeuger.
So, ich glaub, sehr. Hier ist sonst nichts. Nö. Ach, ich drücke immer falsch. Ich muss das gedrückt halten. So, alles abgekaspert. No gas. Jetzt bin ich da. Das heißt, ich muss jetzt da runter und dann habe ich da unten auch nochmal was. Okay. Bin ich jetzt auf der richtigen Spur? Nein, bin ich nicht. Falsch, ey. So, wo bin ich denn da? Da könnte ich hin oder ich gehe erstmal die Straße nochmal zurück. Ich gehe sie nochmal zurück. Vielleicht finde ich da noch was. Na, guckt euch das mal an, wie schön das designt ist. Na super. Seit wann lagert man in einem Aktenschrank Akten? Da gehören Waffen rein, Waffenteile, Munition. Sowas. So. Bin ich jetzt richtig? Ah, noch nicht ganz. Ich könnte noch ein Gebäude weiter. Aber ich habe gar keinen Weg mehr dahin, ne? Oder? Kommt man da rein? Ah, vielleicht. Nee, da komme ich nicht durch. Nee, da kommt man nicht durch. Ja, was haben die Entwickler sich nur dabei gedacht? Nee, das ist ja also... Nee. Nee. Was ist denn das hier? Ein Feuerchen. Hm. Jemand hat hier gekämpft. Ach was. Und zwar vor kurzem. Glaubst du, das war Tommy? Vielleicht. Durchaus im Rahmen des Möglichen. Aber irgendwie komme ich hier nicht weiter. Ach, Kruzifix. Ich muss mir die echt angewöhnen, dass ich die Karte drauf gedrückt halte. So. Da komme ich nicht hin. Da komme ich wahrscheinlich nur hin, wenn ich über die... Okay, das nochmal wenden. Wenden. Ja. Nee, lieber die Karte. So. Ich gucke nochmal, ob ich da unten vielleicht rumkomme. Ah, könnte man schaffen. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Probieren wir mal. Was für ein Schild? Ich glaub, wir haben die Bank gefunden. Yo, Westlake Bank. Wollen wir reingehen? Entscheid du. Ja, natürlich gehen wir da rein. Was ich sehr cool finde, ich bin auch nicht einmal gestorben. Das ist sehr cool und sehr ungewöhnlich. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten zerquetscht werden, Art. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren. So eine Pause ist immer, man, ist immer gut. Glaube ich. Gefällt mir nicht. So, jetzt brechen wir in eine Bank ein. Geil. Mist. Willst du lieber abhauen? Entscheide du. Ich will nicht abhauen, ich will die umbringen.
Und Zacki! Jetzt bin ich tot. Nein! 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 Jetzt bin ich tot. Ah, shit! Nur weil mich dieser eine bringt im Kampf gegen Klicker nicht, suche nach einer stärkeren Nahkampfwaffe. Okay, danke für die Information. Okay, das waren alle. Gott. Tja, das ist die Bank. Jetzt suchen wir mal. Für Westen? Hoffen das sind doch keine Soldaten. Hoffentlich lohnt sich das jetzt auch hier. Weiß nicht. Boah, die laden wir auch nochmal eben nach hier. Aber war ja klar, dass hier was ist. Ich da noch so rum? Gar nichts. Habe ich auch pauschal die eine Pistole leer geschossen, aber ist nicht schlimm. Da liegt auch noch was rum. Nö, da ist nichts mehr. So, was haben wir denn da? Aha. Lesen. Tresor 60-23-06. Die besten Typen wollten die Bank ausrauben. Nachts alle 4 Stunden. Das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja. 60-23-06. Na bitte. 60-23-06. So. Mach die Luke auf. Zieh. Oh, eine Schrottflinte. Eine Pumpgun. Ich habe jetzt eine Pumpgun. Haben wir da noch was drin? Guck mal, was bunkert der hier im Schließfach? Gar nichts. Boah, wie viel Kohle hier rumliegt. Das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann, früher in der alten Welt. Huh, wären wir reich. Da hättest du die gebrauchen können, aber jetzt kannst du dafür nicht mal ein Kaugummi kaufen. Was steht denn da auf dem Zettel? So, lesen. D.
Diese Scheiße. Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert. Er hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Kyle weggezerrt, der hätte mir fast den Arm abgebissen. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Die Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Ich werde es den Zeitungen erzählen, dem Fernsehen, verdammt nochmal jedem, der es hören will, dass Kyle Peters, Leon Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Ich fühle mich gerade echt komisch, schwitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann ich klar denken, oh Scheiße, passiert es so, werde ich zu einem von ihnen? Scheiß drauf, wenn ich draufgehe, dann wie ein echter Mann. Ja, aber er hat noch Zeit gehabt, sowas zu schreiben. Auch gut. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam ihnen wahrscheinlich schlau vor. Ja. Na gut, ich habe ihn noch voll geheilt. Okay, da habe ich noch hier den noch Dingsterbumster. Okay. Nein. Da will ich hin. So. Sehr schön. Ja, da ist nichts mehr. Das heißt, wir können eigentlich wieder den Rückzug antreten. Ich will jetzt keine Munition an den verschwenden. Ist das der einzige? Ja, sieht so aus. Ein Klicker. Komm, wir gehen. Alles klar. Dann müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen los. Okay, was sagt die Karte? Ist da noch was in dem Gebäude? Nö, da gehe ich jetzt aber nicht rein. So. Das war echt Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. War schon okay. Okay, gehen wir zum Gericht. Ah doch, haben wir jetzt abgehakt. Okay, Gericht wäre dann wahrscheinlich hier oben. So.
Okay. Spiel speichern. Neue Spieldaten. Zack. So, dann nehme ich